Folge zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forever Stranded mit Katze und Miri. Hallo. Ich bin Feurio. Hallo Feurio. Hallo Miri. Wir haben letztes Mal so viel geschafft in der Aufnahmesession, was Better With Mods angeht, dass wir unseren Empower bauen konnten, Blauli. Ja. Jetzt braucht der nur noch Strom. Und das Stromkabel hat mir wehgetan. Oh nein. Ja, ich hab schon mal mir die Arbeit gemacht und das alles resettet, ja. Ihr müsst nämlich wissen, Leute, ich bin um einige Jahrhunderte zu spät zu dieser Aufnahmesession gekommen. Ja, wie? Ne? Echt traurig. Das Early Bird Shoutout geht raus an mich, ja, doch. An Katze. Hab ich verdient. Ja. Definitiv. Danke, Katze, dass meine lieben Kollegen hier trotzdem auf Katze gewartet haben. Wir wollten Katze, schon eine Folge alleine aufnehmen. Ich. Ah. Blauli. Ich weiß nicht mal, was ich sagen wollte. Ja, nee, ich sag dir mal ganz kurz was. Blauli, komm mal hierher. Nein, ich jetzt nur ganz kurz. Ich will vorher wissen, wie gut du heute geistig drauf bist, okay? Okay. Wir haben hier einen Autohammerer, okay? Ja, wir haben einen Autohammerer. Der hat aber keine Hämmer drin. Ne? Ja. Was könnte man mit dem machen, damit er einen Hammer drin hat, ohne dass wir die ganze Zeit Hämmer machen müssen? Ich glaube, der funktioniert auch ohne Hammer. Ich glaube, die anderen sind nur Bonuswerte, die dazu kommen. Richtig. Und deswegen schmeißt dem Chicken Hammer rein, den ich vor dich geworfen habe. Der ist unbreakable und wir haben immer eine verstärkte Sache. Ja, gut. Versuch du das mal. Hast du gerade unseren Automatic Hammerer verbrannt? Ja. Bist du behindert? Brennen. Nein. Warum? Ja, warum funktioniert er denn nicht? Ja, wenn das ist doch kein Grund, ihn zu verbrennen. Ne? Warum so funktioniert ohne die Funktion? Miri brennt auch und die funktioniert auch nicht. Bist du dumm? Also bist du dumm? Da steht noch ein Sieb. Willst du das auch verlieren? Ja, verbrennen wir doch mehr Sachen. Ja. Ich will das verbrennen. Darf ich das verbrennen? Das Ganze? Das sind aber mehrere Blöcke. Nehmen wir auch nur den Teil, was ist der wichtigste? Der komplette ME-Kern ist wichtig eigentlich. Katze, jetzt das, was ich sagen wollte. Ich habe ein Problem mit meinen Pflänzchen. Ja. Das ist zu wenig. Ich brauche was Größeres mit mehr Pflänzchen. Ich will doch nicht nur 1000 Garden Lodge bauen, das macht keinen Sinn. Wir brauchen später für so viele Sachen, so viele verschiedene Pflanzen und so viele Erze und so. Und das ist zu langsam. Mhm. Und du hast selbst gesagt, das ist nicht performant. Ist es nicht sinnvoll, wieder eine große Wiese mehrstöckig und dann Autofarmer oder sowas? Ja, das ist sinnvoll. Aber? Ja, ich baue sie nicht. Problem ist halt hier Wasser, ne? Wieso ist hier das Problem Wasser? Fertilize dirt. Achso, stimmt, das geht ja. Dann haben wir das Problem mit dem Wasser nämlich nicht. Wir können sie auch in komischen Shapes bauen und wir haben gleichzeitig einen Wachstum-Boost. Was denkst du, welche Größe wir brauchen von jeder Pflanze? 3x3, 4x4? Was kann der Harvester von... es gibt ja einen Harvester von... Hier... Nee, wo ist denn der? Es gibt mehrere. Es gibt den Harvester... Es gibt doch hier von Mindfactory Reloaded, dem Klon von Mindfactory Reloaded, von dem wir auch das Dry Rubber hier haben. Also ich habe eins gesehen... Industrial Forging heißt das Ding. Es gibt die Automated Farm. Es gibt die Automated Farm. Aus, was auch immer das hier ist. Es gibt den Plant Gatherer zum Beispiel. Der, when provided with power, it will harvest fully grown crops and chop down trees. This includes pumpkins, melons and a nether wart. Each operation will produce a bit of sludge that can be used in the sludge boiler. Wir können also wieder eine ganz alte Kombination aus dem Plant Gatherer, eventuell auch dem Fertilizer. Wo ist denn der Plant Gatherer? Okay. Der Plant Gatherer ist... Ja, ich habe ihn gefunden, ja. Der Plant Sower müssen wir noch mitmachen. Warum? Plant Seeds and Saplings to be gathered... Ah, nee, müssen wir nicht. Die Pflanzen ja nicht, werden... Die fallen ja nicht weg, genau. Ja, das ist jetzt die Frage, ob der das richtig hinbekommt. Aber ja, die Dinger musst du machen. Und Blauli, da kommt das hier mit in Einsatz. Hier haben wir nämlich 73 Dry Rubber. Das sollte dir reichen, um das Ganze da herstellen zu können. Also die Maschinen sollten theoretisch funktionieren. Ne? Wenn wir hier Strom anschließen, dann funktioniert die auch weiter. So ist es nicht, ne? Okay, der Plant Gatherer, okay. Ich überlege gerade, ob ich
die es vielleicht in eine Cube exportiere, die Farm. Also in so eine Tiny. Das wäre sehr, sehr intelligent. Weil das wäre nicht so sehr serverbelastend und trotzdem cool. Korrekt. Das Problem ist nur, das arbeitet, glaube ich, nur, wenn einer in der Nähe ist. Ne? Also es muss chunk-loaded sein. Ach, wie ist das denn? Nein, die Dimension arbeitet, glaube ich. Aber nur unsere Dimension arbeitet nicht, wenn das andersrum nicht ist. Aber wir sind ja immer dabei. Mhm. So, das, was ist die größte Version, die wir davon bauen können? Die größte Version? Aha. Die allergrößte Version wäre eine 13x13x13 Box. Das bedeutet, da wäre genug. Dann ein 11x11x11 Feld. Oder beziehungsweise ein 11x11 Feld mal 5. Okay, dann hätte ich das gerne. Kann ich dir irgendwie helfen dabei? Du kannst es selber bauen, Lauli. Okay, dann. Das ist die Maximum Compact Machine. 98 Compact Machine Walls. Block of Emerald ist nicht das Problem. Und eine Enderpearl. Du brauchst 98 Compact Machine Balls. 98, okay. Wir haben 142 im System, weil ich welche vorgefertigt habe. Das große Problem ist lediglich, du musst das hier jetzt auf einen größeren Standard bringen. Du musst jedes einzelne davon nochmal 2 zurücklegen, glaube ich, damit das Ganze funktionieren kann. Also unsere Compacting-Maschinen. Ja. Werde ich machen. Wenn du das hinbekommst, bin ich stolz auf dich. Wenn nicht, dann. Ich versuch das mal selber erstmal. Ja, genau. Weiter. Ich will ja nicht den Early Boy machen. Ja. Ich bin dezent stolz darauf, dass du das gerade gesagt hast. Hatten wir nicht jetzt eine Diamond-Pflanze? Da ist eine Diamond-Pflanze durchgelaufen. Wir haben übrigens nur fürs Protokoll 2 Stacks und 15 von Diamonds bekommen. Das bedeutet, wir haben 15 Diamonds bekommen in der Zeit, wo ihr vorhin auf mich warten musstet. Das ist also schon mal ein Anfang, würde ich sagen. Mhm. Ich will dir nochmal was zeigen. Komm mal mit, Katze, komm mal mit. Ja. Komm mal hier, komm mal hier. Guck mal. Nur falls ich fragst, wo unsere Diamanten sind. Ich glaube, hier hinten nicht, ist nicht noch einer. Aber da ist auf jeden Fall schon mal ein. Ja, das ist ja kein Problem. Warte kurz, dann machen wir das hier, oder? Ist das als Reaktion darauf angemessen? Blauli, ich glaube, das ist angemessen, oder? Ja, doch. Was hast du gemacht? Das Schaf, das hier in dem Ding drin war, habe ich getötet. Oh nein, das war meins. Jetzt nicht mehr. Und wenn du nicht gut tust, wird's Autosief noch weggerecycelt. Katze war sauer, weil du einfach einen Diamantenblock bei dir als Übergang bei deiner blöden Farm genommen hast. Der ist hübsch. Übrigens, Blauli, also den Auto-Hammerer wegzuschmeißen, ich gebe zu, es war vielleicht ein bisschen übertrieben, weil das uns jetzt 2 Diamanten zusätzlich kostet, aber das Eisen ist halt echt keine Frage mehr, ne? Ja, das stimmt. Also, es gibt einen Automatic-Hammerer von Amber. Muss alles 2 zurück? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht genau. Das ist mein Problem. Du siehst es ja daran, also zum einen musst du das ja auch noch gleichzeitig ausbuddeln. Das ist ja auch noch wichtig, gell? Ja, ich weiß. Alles gut. Da kann ich dir kurz helfen. Ich habe eine relativ schnelle Spitzhacke währenddessen. Oder willst du das alles selber machen? Dreht sich halt einfach nicht so, wie es soll. Der Arsch. Das kenne ich, ja. Oh, noch eine Kaffeemaschine. Ist Miri wieder Gassi? Ich weiß nicht. Ich hey, das ist ein Slimeblock. Eigentlich wollte ich Tiere holen, aber irgendwie finde ich keine Kühe. Es gibt Bait. Oh, da war ein Leck. Ja, aber Miri erkundet. Nein, ich bin nur in einem Dorf. Ich erkunde gar nicht. Übersetzt bedeutet das, ich bin gerade am Erkunden. Aber ich stehe in dem Dorf. Ich mache da gar nichts. So, das hätte also ich jetzt im Moment baut sich das Feld halt noch nicht auf. Das heißt noch nicht tief genug, ne? Wahrscheinlich, ja. Was ist denn das? Was zieht mich denn hier weg? Welcher Arschkeks? Ja, du hast wohl einen Mob, der dich hier wegziehen möchte. Ich würde auch mal fast sagen, das ist der hier. Ich kann ihn nicht schlagen. Ja, jetzt habe ich ihn geschlagen. Jetzt auch tot. Er hatte aber Revenge. Verdammt, er hatte Revenge. Was ist denn Revenge? Das bedeutet im Endeffekt, dass ich noch ganz kurz, sobald er einmal geschlagen ist, noch einen Effekt ausgibt. Oh nein! Das hat mich kurz gestört für ein paar Sekunden. Revenge is mine. Nee, 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 nee.
Natürlich hässlich, dass wir dieses riesen Loch hier bei uns so direkt in der Base haben. Und jetzt muss ich die Wall da komplett hinbauen. Also folgendes erst einmal. Also du musst da 98 Compact Walls reingeben. Ich denke, dass 98 Compact Walls auf diesem Ding bedeutet, du baust alles zu, bis auf den mittleren Block. Der mittlere Block wird ein Diamond Block. Der Emerald Block. Ich würde dir einfach raten, dass du genau eine Grundfläche baust und die Mitte der Grundfläche so nach oben machst, dass dann in der Mitte schon der Emerald Block ist und du den Rest nur noch mit dem Bilderswand hochziehen musst. Das war ein kurzer Leck. Das war nicht von mir. Und zu weit. Nein, zu hoch. Ja. Gar nicht. Nein, okay. Das sind Kühe. Nein, leck mich doch. Genau, da muss ein Emeraldi hin. So, Bilderswand habe ich noch nicht. Muss mir noch holen. Kann ich dir geben? Habe ich im Inventar. Jo, danke. Zu wenig dabei, anscheinend. Dann, ich habe aber exakt 98 rausgenommen. Also wirklich. Ich hatte 64er Stack und noch 34 rausgenommen. Das ergibt 98. Ja. Reicht. Vielleicht muss auch die Mitte dann frei bleiben. Das sehen wir gleich, wenn es hier nicht funktioniert. So, was muss ich mit dem Emerald machen? Du musst die Enderpearl reinwerfen. Achso, stimmt. Nein, erst das Red. Nein, das Redstone aktiviert das doch. Nein, in dem Fall ist es eine Enderpearl. Okay. Folgendes. 2. Ist ja gerade wieder ein Slime gespawnt. Da ist wieder ein Slime gespawnt. Du meinst, dass das innere hohl sein muss wahrscheinlich. Ein Teil davon, ja. Ja, so hätte ich es auch gemacht, genau. Ja. Jo. Ja. Yep. Das war der Fall. Sehr schön. Es kann auch sein, dass wir außen einfach hätten was wegnehmen können. Und das gar nicht so speziell gemacht werden muss, dass er nur checkt, ob in dem Bereich so und so viele Blocks von dem und dem Sach sind. Ach, das ist ja so schon gut. Würde ich auch sagen, ne? Boah, dauert das lange. Ist ja was Großes. Das stimmt. Plup. Sehr schön. Ja, dann setze ich das mal hier hinten irgendwo hin. Muss ich mir erstmal ohne Ende Fertilized Dirt besorgen. Oh, ich kann noch die ganzen Twilight Forest Sachen abgeben. Nein, erst gucke ich mir das von innen an. Mein Miniatur Shrinking Device ist weg. Oh. Das habe ich, glaube ich, hier gelassen. Ah, wie viele Watering Cans will ich eigentlich noch droppen? Ich meine, die Fische waren nice. Fischi. Miri, wie stehst du eigentlich zu Jochen? Mhm. Hallo, ich bin Jochen. Liebe Jochen. Siehst du, sie liebt Jochen. Mhm. Ich verstehe ihr Problem. Ich kann mich daran erinnern, dass da gestern eine Flasche geflogen ist, ne? Das war ein Versehen. Das war ein Versehen. Das war ein Versehen, sagst du? Ja. Eigentlich liebt Miri Jochen. Mhm. Ich liebe Jochen. Siehst du, sie liebt Jochen. Mhm. Oh, neue Quest. Oh. Noch mehr. Weiß nicht, was Katze jetzt schon alles gemacht hat. Hier haben wir doch schon einiges fertig von denen. Hast du von der Empowered Laser noch nichts gemacht? Warum haben wir denn die Quest Soul Shard jetzt komplett? Weil ich die gebaut habe. Du hast Soul Shards? Ich habe gerade danach geguckt. Heiliger Bimbam, da kommt aber gerade eine Menge. Ja,
ich musste ja wieder ein bisschen was reparieren, was wir abgegeben haben, was wir gebaut haben, was er nicht erkannt hat. Ah ja. Der Unbreaking Wand, den hast du nicht, gell? Gemacht, nee. Nee, hast du den gecraftet? Ja, Logik, ne? Ah nee, den haben wir nicht gecraftet, oder? Ich glaube, den haben wir nur gedroppt gekriegt. Ja. Jo. Also die Soulshards sind auch im ME-System. Also wenn du da irgendwas mitmachen willst. Ja, ich würde halt Richtung Wither Farm irgendwann gehen mit den Dingen. Ja, gerne. Aber das Problem ist, du musst ja tausende von Mobs dafür töten. Das egal ist, weil sobald wir zwei haben, können wir mit den durch die Soulshards gedroppten, gespawnten Mobs den Soulshard füllen. Ja, stimmt allerdings auch. Empowern muss ich auch noch. Okay. Magical Wood. So, jetzt gehen wir erstmal in das Ding rein. Angucken! Blubub. Das war der Enchanter, genau. Bookshelf brauche ich dafür. Oh, das ist schön. 13x3. Ne, wie ist es jetzt? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Also ich 13x13. Sollte aber Reich freilassen. Irgendwie ist das, glaube ich, zu wenig für die ganzen Pflanzen, aber. Wie groß hast du gesagt, geht der Harvester, der Plant Harvester? Ja, das habe ich gar nicht gesagt, das musst du testen. Plant Gatherer, oder wie heißt der? Plant Gatherer. Ich baue den erstmal, genau. Damit fangen wir an. Ach, der Enchanter braucht ein volles Set von... Ah, das war das Problem mit ihm, genau. Und dadurch haben wir jetzt hier vorne einen Stromschlag bekommen. Schön. Deswegen? aber es war klar. Reicht das, wenn ich den hier hinstelle? Gold. Wo ist die blöde Maschine? Da. Yo, jetzt tut's. Was? Ja, der Enchanter. Ach so. Jetzt brauche ich lediglich ein Stromkabel. Da können wir von mir aus auch HV nehmen, das ist mir egal. Ah ne, können wir nicht. MV... MV-Connector. Ho, no. Ho, ho, ho! Was? Warum? Was hast du getan? Du bist ne Ho, ho, ho. Nix, bin der Weihnachtsmann. Naja, Körper muss man zu fassen. Sehr schnell der Ofen da. Hi ho, hi ho. Und Miri raubt Villager aus. Ho ho. Nein. Ho ho ho, Motherfucker. Miri ist ein Gangster. Nein. Nein. Ein Gangster. Yo, Crip, I gonna rob you. Oh, no. Wer am Rad? Dreh, dreh, dreh. Ich dreh am Abmod mit dreh, dreh, dreh. Was, schon wieder vorbei? Ja. Ja, Leute, dann würde ich sagen... War's das mit der heutigen Folge? Wir hoffen sehr, euch hat es gefallen und ihr kommt morgen wieder, gibt's eine neue Folge. Guckt bei Katz und Miri vorbei, lasst denen gerne ein Abo da und bleibt schön feurig. Tschüss! Tschüss!